Im September 2020 erfolgte die Auszahlung des Corona-Kinderbonus. 360 Euro pro Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird. FPÖ-Familiensprecherin Edith Mühlberg-Huber deckte nun schier Unglaubliches auf. Zig Millionen Euro an indexiertem Kinderbonus wurden an fast 84.000 in 29 Ländern lebenden Kindern ausbezahlt. Spitzenreiter sind Ungarn, die Slowakei, Polen, Slowenien und Rumänien. Völlig unverständlich, denn die schwarz-grüne Regierung propagiert im Herbst lautstark einen Kinderbonus, der Corona-geschädigten Eltern und in Folge vor allem auch der Wirtschaft helfen sollte. Nun stellt sich aber heraus, dass ein erhebliches Vermögen ins Ausland geflossen ist. Wie soll dadurch die Wirtschaft in Österreich angekurbelt werden? Zum momentanen Zeitpunkt kann gesagt werden, dass Kinder im Ausland im letzten September mehr als 17 Millionen Euro zusätzlich zu ihren Leistungen erhalten haben, die sie von uns ohnehin das ganze Jahr über kassieren. Nun wissen wir wenigstens, was Kurz und Co. unter Corona-Hilfe verstehen.